Mir geht es übrigens gut. Danke der Nachfrage. Aha, großartig. Jetzt hilf mir, den Schlüssel zu suchen. Okay, wo sind wir hier eigentlich? Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein C-330 Großmaul-Jumbo-Transporter für Industriegüter. Den haben wir wieder aufgemöbelt. Wir wollen ihn wieder ans Rollen bringen, dann können wir ihn zu Biker-Rallies mitnehmen. Ihr wollt versuchen, mit dem Ding rumzufliegen? Rollen, Ben. Rollen. Dieses Baby hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Das fliegt nicht mehr. Gut. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Ja, wir haben dir echt eine spannende Lektion erteilt. Gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Genau. Ja, ist gut. Jetzt machen wir erstmal hier und schauen uns die Teile an. Weil wir hier... So, gab's hier noch was? Das sind lauter... Acht, neun, eins, sechs, sieben. Jo, ist jetzt die Frage, ob ich mir die alle aufschreiben soll. Ich mach's, glaube ich, einfach mal. Fünfzehn, 44, 92. 891-67 oder 61. Das andere ist 48053. Das nächste ist 12 478 und dann haben wir noch B67T93. So, ansonsten finde ich gerade nicht wirklich was. Deswegen düsen wir wieder weg. Und... Hier, nimm die Fotos. Ich will sie nicht. Zeig sie jemand Wichtigen, wenn du Gelegenheit dazu hast. Das werden wir machen. So. Genau. Und sie hat uns eigentlich auch schon den wichtigsten Hinweis gegeben, den wir brauchen. Nämlich... Fabrik, ja. Zack. Das ist bloß die Frage. Da ist es, okay. Das war natürlich die falsche Seite jetzt. Wir dürfen ja nicht dahin, sondern wir müssen dahin. So, wir müssen ja an diese eine Stelle, an diesen Geheimgang. Gut, und das Wichtige war, wie gesagt, wir müssen dagegen treten, wenn auf Augenhöhe. Bei uns auf Augenhöhe ist ungefähr da. Da. Aber sie war ja ein kleines Mädchen, ungefähr 6. Deswegen... denke ich, dass wir hier gegentreten müssen. Tada! So einfach geht's. Aber wie gesagt, ich kann mich halt gut erinnern. Ziemlich einfach, keine Schubladen. So, und dann schauen wir hier mal den Bodensafe an. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahlen. Und ich habe nur eine sechszahlige Zahl. Sechsziffrige Zahl. Das war 1, 1, 2, 3, 4, 5, 44, 4, 4 und 92. Eine Art Karte drin. Und ein Tonband. Ich hoffe, das ist Corleys Testament. Das ist offen. So. Haben wir das Zeug? Wir haben die Bilder. Wir haben das Tonband. Und wir haben Corley die Motors. Karte. So. Dann gehen wir wieder zurück. Und dann können wir natürlich gucken, ob wir dahin gehen wollen oder dahin gehen. Wir brauchen die Karte natürlich hierfür. Verschlossen.
Und wir können gucken, ob wir dahin gehen wollen. Sieht aus, als hätte die Versammlung begonnen. War nicht nur ein inspirierender Arbeitgeber, sondern auch ein großartiger Freund. Sein Verlust trifft uns alle schwer. Malcolm und ich sprachen oft über die Zukunft. Wir sprachen über den Tag, an dem Corley Motors jenseits seiner bescheidenen Anfänge den Schritt in ein neues Zeitalter der Fahrzeugtechnik machen würde. Und obwohl ihn sein tragischer Tod schneller von uns nahm, als irgendjemand erwarten konnte, Malcolm Corleys Traum bleibt lebendig. Und in seinem Gedenken werde ich diesen Traum weiterführen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen die Zukunft Corley Motors zu präsentieren. Den Corley Klein. Ach, Corley hatte recht. Allerdings hatte ich niemals davon geträumt, es würde tatsächlich zu Kleinbussen kommen. Hey, wer sind Sie? Wie lange bist du schon hier? Oh, Sicherheitsdienst! Hilfe! Sicherheitsdienst! Warum hast du so lange gebraucht? Wer ist da den Gang runter? Beweg dich! Mavis sieht schon Gespenster. Gut. So. Jetzt wissen wir Bescheid. Hier übrigens Skelett. Und ich weiß nicht, ob ich mir sowas ins Ding hängen würde. Wir können jetzt die Karte nehmen. Zack. Zack. Cool. So. Und hier gibt es irgendwelche Hebel, die wir irgendwie verstellen müssen. Wir schauen sie mal an. Also ich weiß, was das Resultat ist, aber ich weiß nicht, wie ich sie verstellen muss. So, Motorhebel. Gewaltiger Kostenaufwand. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist eigentlich da oben los? Ich bin dabei. Der Motor ist ausgegangen, das ist alles. Nur eine Minute. Ja. Also dann... Ich hasse dieses alte Zeug. Dagegen braucht mein Hüfthalter ja weniger Justierung. Okay, wir düsen nochmal rein. So, wir machen das nochmal, weil ich mich jetzt glaube erinnere, wie das ging. Das war aus und das war an. So, und dann müsste ich weg können. Was Sie hier direkt vor sich sehen, ist meine Vision. Oh, perfekt. Das ist eine Katastrophe. Was Sie nicht sagen. Wir haben hier einen größeren Maschinenausfall. Warum erzählen Sie nicht einen Witz oder sowas? Ich kenne keine Witze. Wissen Sie, das erinnert mich an eine amüsante Anekdote. Über einen, Also, ich habe keine Ideen mehr. So, dann düsen wir dahin. Und haben jetzt die Gelegenheit zu sagen: Fotos hier und Tonband dort. Dieses nächste Dia zeigt unsere neue, aggressivere Unternehmensstrategie. Hehe.
Ich habe für jemanden Platz gemacht, der meine Stelle bei Corlimotos einnehmen soll. Und es ist nicht dieser treulose Verbrecher, ich bin Mitbürger. Rip, Sie gehören nicht in den Vorstand meiner Firma, sondern ins Gefängnis. Ich habe mir von diesem Mann viel zu viel einreden lassen. Zum Beispiel meine Tochter zu verheimlichen. Er hatte Unrecht. Ich hatte Unrecht. Ich hätte zu ihr stehen müssen. Maureen, ich hoffe, dass du mir vergibst und Corlimotos übernimmst. Leite die Firma, wie du es für richtig hältst. In Ordnung, das reicht jetzt. Wie stellt man dieses verdammte Teil ab? Ich bedauere, dass Sie dieses Band hören mussten. Mit einer von Malcolms letzten Therapiesitzungen. Zum Ende hin litt er immer stärker an Halluzinationen. Er wurde von schlimmen Wahnvorstellungen heimgesucht. Und hier ist eine... Meine Damen und Herren, ich bin Maureen Corley. Ich habe eine interessante Geschichte für Sie. Und wenn ich damit fertig bin, werden Sie sehen, wieso... dieser Mann hier ins Gefängnis gehört. Hey! Wo ist der Held? Oh, oh. Da läuft er. Und dann hat er mir seine Kumpanen auf den Hals gehetzt. Hau nur ab, Rip Burger. Wenn es an der Zeit ist, dich zu suchen, müssen wir nur der Schleimspur folgen. Natürlich richten wir auch Kindertagesstätten ein. Sonst noch Fragen? Oh, wenn man vom Teufel ist. Komm hier rüber. Ist das nicht toll, Ben? So, wir besorgen uns jetzt ein Bike und danach holen wir meine Gang aus dem Gefängnis. Und dann sollten wir klären, warum meine Gang nicht aufgetaucht ist, um uns zu helfen. Und dann kaufst du dir ein paar Büroklamotten. Erinnere mich nicht daran. Beschwer dich nicht. Du wirst steinreich sein. Und wenn ich das bin, werde ich mich zurückziehen und ein wenig Ruhe und Frieden genießen. So, der kann einfach nicht Ruhe geben. Okay, so, dann müssen wir hier einfach mal den Kühlergrill öffnen, zack, und dann schauen wir uns den Ventilator mal an. Der Ventilator ist wie ein großer Fleischwolf. Genau, und dafür haben wir die leckeren Kaninchen. Spaßig. Okay. Dann werden wir... Ah, Ventilator, das wollte ich aber jetzt nicht. Ich wollte die Klappe öffnen. Ja, verdammt, da muss ich ein bisschen schneller reagieren. Die Klappe öffnen. Ui, okay, das wird echt zackig. Genau, so. Und dann haben wir diesen Stock und den Stock können wir nehmen und ihn dann da reinhauen in den Ventilator.